Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben was? Wir werden jetzt nämlich mit 3S geschrieben. Das Wernesgrüner Pilsener. Haben wir schon mal getestet? Haben wir bloß nicht aufgenommen. Also, unser Wernesgrüner ist frischer Pilzgenuss nach allen Regeln der Braukunst. Mit gold-gelber Farbe, werden wir dann sehen. Weichem Charakter und dezentem Hopfengeschmack. Seit 1436 setzen wir auf höchste Qualität und brauen mit Leidenschaft für Sie diesen unverwechselbaren Geschmack. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Oder 10 packen? Hinpacken? Wenn man zu viel getrunken hat? Das mache ich später, ja. So, also. Betrachten wir mal nüchtern. Wie will denn das gehen? Keine Ahnung. Wo es nun mal gesagt war. Also, mir gefallen die goldenen Farben. Generell hier die ganzen Muster, das Emblem. Der Schriftzug. Die Mandalas findest du schön. Was? Die Mandalas da. Hat er die hier? Ja. Ja, ja, die sind sowieso schön, ja. 1 Euro für? Das kostet immer genauso viel wie Hasselröder. Ja, die Telle. Nein, wenn Hasselröder im Angebot ist, dann kostet das genauso viel wie wenn Wernesgrüner im Angebot ist. Aha. Ja, aber das kostet trotzdem 1,05 Euro. Nein. Ja? Quatsch. Ey, soll ich dir das zeigen? Nein. Inkippen. Ja, ja, ich mach das schon. Die Red Sonja. Das ist hier der rote Baron, ist das? KKP1. Alter. Glück, 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 Glück. Gut. Okay. Prost, Wernesgrüner. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Nee, so nicht. Wir sind ja hier Biersommeliers. Boah. Das ist schon geil. Kannst du nehmen, Alter? Schmeckt ja wie das letzte Mal. Nicht umsonst hatte ich halt letztes Mal auch Wernesgrüner da. Ach du. Das ist ein ja, jetzt kommen die Freudentränen. Ich kann dir leider kein Taschentuch anbieten. Mhm. Aber nimm nur einfach die Tischdecke. Also Jens, ich muss. Okay. Jetzt muss ich wirklich das mal. Halt, das schmeckt halt einfach wirklich geil. Ja. Ja. Muss man so sagen. Ja. Und jetzt, spätestens jetzt, musst du eigentlich bereuen, dass du Dithmarscher 10 Punkte geben wolltest. Ja, gut, das gebe ich zu, ja. Das gebe ich zu. Das Wernesgrüner ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Ganz anderer Schnack. Vielleicht machen die da auch welche Drogen drin. Ich weiß es nicht. Du trinkst aber auch immer noch aus dem Glas, ja. Nicht, dass du jetzt aus der Pulle. Ich stelle mir jetzt halt immer wieder die Frage, wenn das Bier so lecker schmeckt, ja, so richtig lecker, also das ist ja wirklich, also, wie lange wollen wir warten, bis wir die 10 vergeben? Ich weiß es nicht, also wenn's... Ja, haben wir doch jetzt die 10 gegeben. Gut. Gut. Ja, das ist halt nicht mehr rauszuholen. Ja, sag mal, seh doch mal jetzt. Ja, nicht mit dem Punktesystem. Doch, da kann man schon mehr bei Preis machen. Kann mir nicht vorstellen, warum ist das Wernesgrüner so teuer? Ja, normalerweise ist das genauso teuer wie der Dolle Hasselröder. Wir können es ja nicht jetzt hier sagen, oh, jetzt ist es im Angebot, kriegst du einen Punkt. Warum denn? Nee, na, das geht ja nicht. Ja, wenn ich das aber mag. Ja, na, ist ja, ja, ich mag das ja auch. 24 Punkte ist trotzdem Gold. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Hast du kein Schwert? Nein. Habe ich aber eh, bitte. Das wäre ein bisschen zu. Ja,
Ja, weil du so zu schwach bist, für zu führen. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Ja, mach ich. Also herzlichen Glückwunsch, Dennis Grüner, Ostfrieden. Gold. Vertesten mal, wenn es nicht wird. Oh Mann, ey. Ja, ihr kriegt schon wieder Angst. Störte Bäcker. Hier? Kellerbier. So. Nee. Also bis zum nächsten Mal. Gabchen lächelt Erdbeben. Liken, teilen, abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Prost. Bis demnächst.